Hier haben wir einen wunderschönen Concorde Charisma. Der kriegt eine fette Solaranlage und Akkus und alle möglichen Extras. Aber um das Fahrzeug geht es jetzt gar nicht, sondern hier geht es um dieses Fahrzeug. Ein wunderschönes Bimobil. Was haben wir an dem Fahrzeug alles verbaut? Was haben wir an dem Fahrzeug alles gemacht? Da möchte ich euch mal mitnehmen. Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Heute ein kleines Video von einem echt geilen Umbau, und zwar von einem nagelneuen Bimobil. Wir haben da eine Menge verbaut, wir haben eine Menge installiert, und da möchte ich euch einfach mal mitnehmen, was alles möglich ist, was wir alles tun hier bei Mika Caravan und wie wir das Fahrzeug umgebaut haben, was wir alles umgesetzt haben. Und das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ich laber jetzt gar nicht so viel am Anfang und wir gehen sofort ans Fahrzeug und schauen uns das an. Ein wunderschönes Expeditionsfahrzeug, nennen wir es mal so. Reisefahrzeug mit Allrad auf Mercedes Sprinterbasis. Tolles Auto, macht richtig Spaß, fährt sich gut und hat natürlich echt tolle Vorteile. Mit dem Koffer im Allradbereich ist man gut unterwegs. Man kann auch Strecken bewerkstelligen, wo man mit einem normalen Wohnmobil sich schon etwas schwer tut. Was haben wir an dem Fahrzeug alles verbaut? Wir haben hier einen Schnorchel montiert, damit die Luftansaugung für den Motor hier oben abgeht. Natürlich optisch. Wir haben hier die wunderschönen integrierten Lampen montiert in dem Kühlergrill. Schaut richtig klasse aus, muss man wirklich sagen. Also ist eine tolle Geschichte. Dann gehen wir mal außen rum oder beziehungsweise fangen mal in der Stauklappe an, was wir hier gemacht haben. Und dazu bereite ich das mal schnell vor. Leider sieht man hier nicht mehr ganz so viel, weil wir hier natürlich alles schön abgekastet haben. Aber in dem Kasten steckt ein 3000er Wechselrichter. In dem Kasten stecken 2x270 Amperestunden Lithium. In dem Kasten stecken Ladebooster, Solarregler und da hinten das Jupiter-System, sprich Bus-System für das Fahrzeug, damit der Kunde das alles auch übers Handy bzw. über das Display im Fahrzeug, wo wir uns gleich anschauen, steuern kann. Ansonsten sieht man hier leider nicht mehr viel von der verbauten Technik, weil es alles sehr, sehr eng da drin ist, also sehr, sehr komplex. Ich gucke mal, ob ich ein paar Bilder habe, wo ich euch einblenden kann, wenn nicht. Da drin ist jedenfalls die ganze Technik auf einem sehr kleinen Raum. Da oben kann man den Deckel abnehmen, ist jederzeit zugänglich, aber insgesamt schon ein sehr, sehr schöner Einbau. Hier oben haben wir die komplette Solaranlage montiert. Plus natürlich auch noch Internet und so weiter. All die Dacharbeiten beinhalten auch verschiedene Max-Vans, in der Zahl 2 Stück. Warum? Einen hier in dem Wohnraum und dann natürlich noch mal einen dazu. In der Dusche. Macht natürlich Sinn, so geht die Feuchtigkeit auch gleich raus beim Duschen, kann das Bad gut entlüftet werden, weil wir hier auch eine Kleiderstange haben, wo wir natürlich feuchte Klamotten reinhängen. Im Expeditionsfahrzeug hier unten mit Edelstahlwanne ist es wirklich sinnhaft. Hier haben wir eine Klesana verbaut mit dem Display natürlich, so wie es gehört. Der Kunde wollte die so im Expeditionsfahrzeug. Ich nenne es Expeditionsfahrzeug. Kann man dazu sagen, was man möchte. Alles in allem ein echt gelungener, schöner Einbau. Hier oben haben wir das WCS-Display. Hier sehen wir sofort die Füllstände und so weiter. Das ist natürlich auch eine richtig tolle Geschichte. Haben wir ergänzt zu dem Truma und den Standard-Displays. Das ist alles Bimobil. Unser Einbau beinhaltet nur noch das. Über das machen wir alles.
Solaranlage, Wechselrichter und so weiter. Kann man hier drüber schalten, Szenarien erstellen. Der Kunde fährt jetzt erst einmal so los und dann gucken wir mal weiter, was sich da draußen noch alles so ergibt. Jetzt komme ich zu meinem ganz persönlichen Highlight. Was wir an dem Fahrzeug grundlegend verändert haben, ist die Küche. Wir haben in der Küche eine komplett neue Arbeitsplatte montiert. In Ahorn Massiv haben ein neues Kochfeld eingesetzt, haben eine neue Spüle eingesetzt und einen neuen Wasserhahn. Erstens, das ist ein Wasserhahn aus dem haushaltstypischen Einbau von der Firma Blanco mit einer Filterstellung. Warum? Weil dahinter unten drunter im eingebauten Zustand ein Alpfilter hängt. Somit kann man hier auch Trinkwasser ziehen, beziehungsweise das normale Wasser aus dem Tank. Dann haben wir natürlich eine neue Spüle, damit das Ganze optisch auch zusammenpasst, weil hier war natürlich so ein Standardbecken in Edelstahl. Und dann haben wir natürlich das Kochfeld auch noch ausgetauscht, weil hier war auch so ein Standardkochfeld, was natürlich nicht schön ist. Jetzt schaut das Ganze schick und modern aus, mit einer komplett neuen Arbeitsplatte angepasst, damit das Ganze sauber ausschaut. Und ihr wundert euch, hier haben wir eine Leiste hinmontiert. Warum? Weil wir auf der Seite eine Verlängerung montiert haben, die der Kunde rausziehen kann und sich hier rüberlegen kann. Das zeige ich euch mal schnell, wie das Ganze ausschaut. So schaut das Ganze im Aus- oder beziehungsweise im fertigen Zustand aus. Somit hat der Kunde hier noch einmal eine wunderschöne Arbeitsfläche, die auch gesichert ist, da hinten mit dem Riegel, damit da nichts passiert. Hier kann er sauber arbeiten. Wenn man kochen will, hat man jetzt richtig schön Platz, um dementsprechend seine Utensilien auszubreiten und ein schönes Gericht oder sonstiges zuzubereiten. Also ich finde es richtig gelungen. Unser Jochen, der Schreiner, hat es megamäßig gemacht. Alles Handarbeit, alles in Einzelanfertigung angefertigt. Richtig geil. Also ich finde, es schaut richtig cool aus. Jetzt nimmt man einfach die Platte und schiebt sie dann, oh, ich brauche zwei Hände, die ist sehr schwer, schiebt sie dann einfach hier wieder rein. Alles angefertigt, die Schienen angefertigt hier. Die einzelnen Filzkleider hingemacht, damit es natürlich sauber unterliegt, damit wir nichts verkratzen beim Rein- und Rausschieben. Also echt, also mega. Ich bin total begeistert, schaut richtig, richtig klasse aus. Und das ist echt sinnig. Jetzt, wenn es wieder drin ist, im verräumten Zustand, es klappert nichts, sodass man beim Fahren natürlich auch keine Fahrgeräusche dementsprechend hat. Echt klasse, super gemacht, toller Einbau. Was haben wir noch gemacht an dem Fahrzeug? Wir haben hier unser Campernet verbaut. Zu dem Campernet haben wir natürlich auch noch unser Alarmsystem verbaut. Gasmelder, CO2-Warner, Gasmelder oben, wupp, Gasmelder unten, CO2-Warner und so weiter, Titronic-Alarmanlage im Frontbereich. Auch Bearlock im Frontbereich. Viele Dinge haben wir noch gemacht, wo leider so nicht zu sehen sind. Unterfahrschutz haben wir noch gemacht. Dashcam montiert haben wir noch gemacht. Und noch etliche Kleinarbeiten, wo der Kunde sich gewünscht hat, sodass das Fahrzeug für ihn jetzt komplett einsatzbereit ist. Ich finde den ganzen Einbau wirklich super gut gelungen. Muss man wirklich sagen, ist eine ganz tolle Geschichte. Hier sind schon die ganzen Bedienungsanleitungen zurechtgelegt, was das alles beinhaltet. Ich freue mich jetzt richtig, wenn der Kunde kommt. Dem werden wir heute das Fahrzeug übergeben. Wird eine tolle Geschichte und ich bin schon richtig gespannt, was er dazu sagt. Also alles in allem kann man jetzt mit dem Fahrzeug eine richtige, schöne, kleine Weltreise machen. Ich finde es echt klasse. Man hat Strom, 2x270 Amperestunden. Man hat eine riesen Solaranlage oben auf dem Dach. Und man hat Internet auf dem Dach rundum. Wir haben Dieselheizung, wir haben alles, was das Herz begehrt. Zusätzlich noch Gastank verbaut. Also das Fahrzeug lässt wirklich keine Wünsche offen. Und ja, ich freue mich für den Kunden, der das Fahrzeug jetzt gleich holt. Ich muss sagen, mega.
Ich finde es richtig gut, richtig gelungen, hat richtig Spaß gemacht. Natürlich sind es viele, viele Kleinarbeiten, wo natürlich von der Arbeitszeit unheimlich aufhalten, weil so eine Wasserarmatur aus dem Haushaltsbereich zu integrieren in einem Wohnmobil mit den Anschlüssen und so weiter, das ist schon echt tricky. Wasserpumpe wurde noch getauscht, da haben wir nur neue reingemacht. Zusatzhupe haben wir noch eingebaut für die Detronic-Alarmanlage, weil bei Mercedes die Originalhupe leider nicht unter Strom steht. Und noch etliche Kleinigkeiten, aber alles in allem ein richtig schönes, gelungenes Fahrzeug. So, was haben wir hier noch? Concorde habe ich ja schon erwähnt, da macht der Jochen gerade die Solaranlage runter, natürlich wieder ins Dach geschraubt. Das korrigieren wir jetzt alles, da machen wir dementsprechend die Schrauben raus, machen die alten Halter weg, schleifen das Dach gerade, versiegeln das und machen unsere neuen Platten drauf. Der kriegt jetzt 6 neue Platten. Hat eine schöne Heckgarage, da sind die Akkus drin. Da müssen wir dann auch richtig ran. Und mal schauen, ob da schon offen ist. Nein, ist noch nicht, aber die sind da hinten drin verbaut. Die holen wir dann gleich raus. Das sind 2 alte, ich glaube, Gel-Batterien, was da drin sind, total im Arsch. Da kriegt er 2 neue 188 Amperestunden Lithium-Batterien von WCS. Solaranlage und ja, muss mal reingucken in den Auftrag. Ich weiß das immer gar nicht alles auswendig, weil das ist richtig, richtig viel, was hier rumsteht. Da drüben steht noch Carthago, der hat auch eine Kleinigkeit gekriegt. Hier haben wir eine Clisana eingebaut, genau. Und jetzt schauen wir einfach einmal kurz drin weiter. Hier steht ein Carthago Schicklein mit exakt 160 Kilometer drauf, funkelnigelnagelneu. Auch dieses Fahrzeug kriegt einen Mega-Umbau. Von Algo-Hubstützen bis Solaranlage, 6 Platten bis Lithium-Akkus, 2x320, Wechselrichter, Ladebooster und. Das volle, volle Programm. Auch da nehme ich euch natürlich mit im Detail. Und wenn wir mal gucken, heute fangen wir mit dem Auto nur an und geben da richtig Gas. Auf der Seite steht ein Pilote, auch ein wunderschönes Fahrzeug. Da sind gerade 2 Jungs dran, die da dran arbeiten. Der kriegt auch Lithium-Batterien. Da schauen wir jetzt einfach mal rein. Da ist der Damian, der ist fleißig am Arbeiten. Hi. Hallo. 2 Lithium-Batterien mit je 155 Amperestunden. Dann kommt ein 2000er Wechselrichter rein und ein Ladebooster mit dem Multitaster. Warum den Multitaster? Fiat Ducato 8, intelligente Lichtmaschine, Katastrophe für jeden Wohnmobilausbauer. Aber egal, drum haben wir unseren Multitaster von WCS, damit auch der Booster sauber und ordentlich funktioniert und dann dementsprechend alles sauber und ordentlich verbaut wird. Hier stehen auch nochmal 2 Autos, die warten auf eine Bearbeitung. Hier haben wir ein kleines Elektroproblem, ist ein älteres Modell. Da hat der EBL einen Wackelkontakt, da schaltet immer das Display ab. Bei dem Fahrzeug sind auch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Die Kunden haben ein bisschen Zeit und bleiben die ein bisschen länger am Hof stehen, damit wir dementsprechend das Ganze umbauen können. Hier gehe ich jetzt mal mit euch schnell aufs Dach und zeige euch, wie das Ganze ausschaut. Weil für mich immer überhaupt nicht nachvollziehbar. Hier, Schrauben im Wohnmobildach, katastrophal, weil die letztlich nie hundertprozentig dicht werden. Und so schaut das Ganze dann aus und das muss jetzt alles demontiert werden. Da drüben haben wir es schon weg. Die 2 alten Platten kommen runter und dann machen wir hier eine saubere, schicke Solaranlage drauf. Ich hoffe, euch hat das Video der Umbau gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck, was alles machbar ist. Natürlich ist das alles ein immenser Aufwand. Viele, viele Stunden gehen in so ein Fahrzeug. Weil die Technik natürlich Vorrang hat, dass das alles schön sauber verlegt ist. Gerade hinten der Elektrokasten sehr eng. Je enger, desto schwieriger, weil weniger Platz heißt natürlich exakt mit die Kabel entlangfahren und die Geräte richtig platzieren, Sicherungen, Verteiler und. Da kommt eine echte Menge zusammen. Jetzt sind wir schon wieder an einem Projekt dran, ähnlicher Kategorie und auch
da nehme ich euch mit und zeige euch jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack, wie das Ganze ausschaut. Und da kommt noch ein Video auch im Detail von der Technik, von wie legen wir die Kabel, wo legen wir die Kabel hin, was sind alles auch unsere Schwierigkeiten bei so einem Umbau. Denn auch wir stehen bei jedem Fahrzeug immer wieder vor neuen Herausforderungen, weil nicht ein Fahrzeug ist wie das andere. Das muss man ganz klar so sagen. Jedes Fahrzeug, gleicher Hersteller, gleicher Typ, gleiche Marke, nur ein halbes Jahr Unterschied. Schon ist irgendwo eine Zwischenwand, ist irgendwo eine Verstärkung drin, was vorher nicht war. Natürlich von Typenunterschieden sowieso, da ist sowieso alles anders, wenn der Grundriss anders ist. Es ist immer woanders. Karthago verbaut seine Batterien jedes Mal woanders. Einmal vorne, einmal in der Mitte, einmal hinten, einmal im Kleiderschrank und, und. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedlichste Dinge. Jedes Baujahr bringt Änderungen mit sich. Da müssen wir immer drauf reagieren. Und jedes Mal, wenn wir das sehen, ist es eine neue Herausforderung. Und daher immer wieder auch für uns neu und spannend. Macht riesig Spaß und wenn euch das Video auch gefallen hat, dann einen Daumen hoch für meine Motivation und ich freue mich natürlich auch aufs nächste Video mit euch. Dann bauen wir nämlich diesen Karthago, einen speziellen, extrem um, wo ich euch mitnehme. Also, bis zum nächsten Video. Lieben Dank. Euch eine schöne Zeit. Schönes Wochenende hätte ich schon fast gesagt. Ist ja noch lange nicht so weit. Der Sommer ist da, 32 Grad hier in Dingelsbühl, Wahnsinn, wir schwitzen hier in unserer Halle wie verrückt. Da oben in meinem Büro ist es kaum noch auszuhalten, aber es ist so. Genießt's, geht in die Gärten raus, Biergarten, Freizeit, Schwimmbäder und Wochenend ab mit die Camper an den Seen. Also, ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr ganz verrückt seid, drückt nur den Abo-Button, dann verpasst ihr kein Video mehr. Also, bis zum nächsten Mal, euer Micha. Ciao, ciao.